So, hallo, die Testaufnahme war synchron und erfolgreich. Wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Und der Sülay Khan hat vollkommen zu Recht bemerkt, dass wir ein Level vom Endless-Dings noch nicht gespielt haben, was ich eigentlich mir, glaube ich, auch anschauen wollte, nämlich dieses japanische Troll-Level. Oh, verflucht. Das wird allerdings nicht ange... Ich habe das zu kurz gespielt. Das wird nicht angezeigt. Das wird nicht angezeigt. Das muss hier da dazwischen müsste das gewesen sein. Aber es wird nicht ange... ja gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Code rausfinde davon, aber dann kann ich es jetzt in dem Part auf jeden Fall schon mal nicht machen. Okay, ja, dann machen wir einfach ganz normal weiter. Mit dem, was hier oben noch alles fehlt. Wo sind wir denn stehen geblieben? Ich habe ein bisschen was übersprungen. Nee, habe ich nicht. Ich habe ein bisschen was einfach nicht gespielt. Okay. Frank88 Wicked Weeds. Das klingt doch wieder gut. Okay, da war 3%, klingt gar nicht mal so schlimm. Dann gucken wir mal da rein. Ah, okay. Wenn man ins Level startet, sieht man oben auch den Code. Ich krieg den Code also raus. Ich werde also den Code bis zum nächsten Mal rausgefunden haben. Und weil ich dann zwischendurch wieder was anderes mache am Computer, während der Aufnahme ist die nächste Aufnahme wahrscheinlich wieder asynchron. Ich hoffe nicht. Ich muss einfach drauf ab. Ich muss halt einfach dann nochmal eine Testaufnahme machen. Okay. Aber dann suche ich, wie gesagt, den Code raus. Bis zum nächsten Mal und dann ist alles cool. So. Heute ist irgendwie bei mir der Tag der Updates gewesen. Ich habe mein Handy geupdatet. Ich habe gut Twitter deinstalliert, weil ja leider. Hallo? Weil ja leider. Wait. Ach so, Hochwärme. Ah ja, verstanden. Weil ja leider. Gut Twitter nicht mehr unterstützt wird und Twitter diese Version praktisch deaktiviert. Das heißt, Twitter sieht ab jetzt einfach nicht mehr so schön aus wie vorher. Außer man mag es. Jedenfalls habe ich dann festgestellt, dass Twitter jetzt oh Mist. Ja, das war es an der Stelle dann auch komplett. Fährt das um? Nein, es dreht nicht um. Okay. Habe ich festgestellt, dass Twitter jetzt geplante Tweets erlaubt. Also ich weiß nicht, warum man einen Tweet planen sollte. Alles, was man auf Twitter schreibt, ist ja eigentlich so, dass es erstens spontan ist und zweitens auch dann raus kann, wenn es raus kann. Aber auf die Art und Weise kann man jetzt auch Tweets planen. Vielleicht irgendwie für Nachrichtenseiten ganz interessant, ich weiß es. Hallo! Okay, ich kann von dem Ding. Ah! Okay, wir werden nicht vor dem Checkpoint sterben. Die Pflanze kommt wieder und dann kann ich einfach rüber. Sehr schön. Hi. Nee, das will ich nicht. Weg damit. Schaffe ich den Sprung? Jawohl. Okay. Man muss da echt schnell sein. Okay, nice. Man muss da schnell reagieren. Alles klar. Das sollte auch machbar sein. Wie der Mancher. Man könnte meinen, so der erschrickt sich in dem Moment. Huch, huch. Ja, okay. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott!
Hier ist gerade jemand ganz anderes erschrocken. Ach Mist. Okay. An der Stelle erschrickt man sich aber auch nur einmal. Uff. Uff. Aber das Level ist super einfach bisher. Gar kein Thema. Gar kein Thema. Wo war ich stehen geblieben? Ja, was ich auch geupdatet habe, war mein Handy. Und beim Handy... Kann ich bitte reden und gleichzeitig spielen können? Das wäre cool. Und beim Handy... Und beim Handy habe ich plötzlich in der Leiste von den ganzen Symbolen, die man so oben auswählen kann, wo man zum Beispiel auch Internet ein- und ausschaltet und so weiter und so fort, hatte ich plötzlich eine neue Anzeige, und zwar Bildschirmaufnahme. Da habe ich gedacht, hä? Und dann habe ich das mal getestet. Und anscheinend ist es tatsächlich eine Samsung-interne Aufnahme, bei der man... wieder zu spät. Bei der man... am Handy aufnehmen kann. Also ganz normal Mikrofon. Und aber auch den Ingame-Sound. Und das war was, was für mich neu war. Weil alle Apps, die ich bisher genutzt habe, haben so... Ingame-Sound kann man nicht aufnehmen, außer man routet halt dieses Handy. Und das ist mir natürlich zu aufwendig. Aber dieses Ding, da es von Samsung selbst ist wahrscheinlich, geht es dann natürlich die Sperre, die andere Apps nicht umgehen können. Und ja, jetzt kann ich von meinem Handy tatsächlich sehr angenehm mit Ingame-Sound aufnehmen. Was wir vielleicht ab und zu mal nutzen können, muss ich gucken. Problem war nur, die 5 Minuten, die ich aufgenommen habe, waren einfach mal 500 Megabyte groß. Das ist ein bisschen viel. Aber ich habe es auch in 1000... Es ist 1080, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Hallöchen. Ich habe den super ungünstig. Oh mein Gott. Kriege ich da... Super ungünstig gesetzt. Jedenfalls war es in 1080p. Man kann es auch runterstellen auf 720 und noch weiter runter auf 360. Oder 480, ich weiß es gerade nicht. Also ich kann das noch deutlich weniger machen. Dann sollten die Dateien auch kleiner werden. Aber es sollte natürlich trotzdem noch anschaubar sein. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Jedenfalls, ich fand es halt cool, dass man den Ingame-Sound aufnehmen kann. Weil das ist was mir beim Handy tatsächlich bisher enorm, wirklich enorm gefehlt hat. Okay. Und jetzt ist das einfach, geht es einfach. Das finde ich cool. Okay. Das muss passen. Das muss passen. Und hatte eben dann gleich auch so ein Testvideo aufgenommen und hochgeladen zu Mario Kart. Leider war da das Mikrofon noch ein bisschen leise. Da muss ich noch ein bisschen lauter sprechen, dann weiß ich das auch. Oder vielleicht auch ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wo genau das Mikrofon ist am Handy. Muss ich mal gucken, weil wenn ich dann dahin spreche, sollte man es ja auch besser hören können. Im Normalfall. Ja, den kann ich leider nicht mitnehmen. Schade. So, schnell hier und dann rüber. Wenn man es weiß, wie gesagt, ist das kein Thema. Okay, da drüber springen ist jetzt auch nicht das Thema. So. Noch ein letzter Sprung oder direkt ins Ziel? Okay, die sollte jetzt eigentlich auch nicht das Problem sein. Wenn da nicht irgendwas passiert, was komisch ist, sollte das jetzt nicht das Problem sein. Ich mache das jetzt aber ganz, ganz langsam. Möchte hier nicht noch irgendeinen Fehler machen. So, dankeschön. Ja, schönes Level. Hätte ein bisschen schneller gehen können, weil es war nämlich echt einfach, aber schönes Level. So. Das haben wir gespielt. Machen wir mal Bären. Calling Dr. Mario, this poor giant is sick and needs your help. 1,09%.
1 Minute 47, knapp 2 Minuten Weltrekord. Puh, was hat er hier wieder? Besiege alle Gumbelger und erreiche das Ziel. 6 Stück. Also haben wir keinen Checkpoint. Ja, okay. Also Feststellung 1. Kein Checkpoint. Fährt das einfach nur hoch? Oder fährt es auch wieder runter? Ja, das fährt nicht wieder runter. Ah, doch fährt es wieder. Okay, gut zu wissen. Oh. Ah, dann haben wir das schon mal geklärt. Das ist gut. Das ist good to know. Hä? Vorhin habe ich den nicht aus... Hä? Okay. Irgendwie habe ich den vorhin nicht ausgelöst. Ich weiß nicht, wieso. Oh no. Okay. Muss ich irgendwas tun? Kann ich irgendwie dafür sorgen, dass der Goomba da drüben jetzt stirbt? Nee. Okay. Achso, jetzt bin ich hier. Na gut, dann stirb halt. Das ist jetzt nicht das Problem gewesen. Jetzt kann ich hier durch. Okay. Das Problem wird halt, das am Stück zu spielen. Uff. Weil jetzt muss ich halt alles nochmal machen. Es ist zwar nicht viel gewesen, aber das wird halt auf Dauer anstrengend. Das war jetzt nicht so gut. Aber ich krieg den ja wieder theoretisch, ne? Ich muss jetzt ja nur killen. So viel dazu. Zum Killen. Ha! Aber ich hätte ihn wiederbekommen, weil er dann ja wieder hier ist. Also das wäre nicht das Problem gewesen. Überhaupt keinen Sinn. Ja, ist ja egal. Ah, ich muss da durch, wenn es andersrum ist. So. Und jetzt kriege ich... What? Why? Jetzt, wieso hat das gerade nicht funktioniert? Weiß ich nicht, aber na, jetzt kriege ich den wieder, also das ist in Ordnung, wenn ich den einmal verliere. Wenn ich das ein bisschen besser time und gerade dann durchgehe, wenn der P-Switch ausläuft, könnte ich die Invisible Frames hier für den ersten Abschnitt übrigens nutzen. Das wäre gar nicht mal so eine dumme Idee, glaube ich. Das ist eine kritische Stelle. Ich weiß nicht, wann ich da durch soll. Kann. Uff. Jetzt.
fürchte, dass ich da nicht stehen kann. Wie habe ich es eigentlich beim ersten Mal geschafft, hier nicht den Switch auszulösen? Da bin ich hier runtergefallen und habe den nicht ausgelöst. Aber der scheint sich irgendwie fast schon automatisch auszulösen. Wie auch immer. Ist ein bisschen komisch, das Level, ich weiß nicht. So, wie gesagt, wir warten ein bisschen. Ach so. Nein! Das war dieses andere. Mist. Dieses andere war. Das war nicht so gut. Aber das heißt, ich kann auf jeden Fall den Pre-Switch auswarten. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Kann ich hier nämlich die Invisible Frames ausnutzen. Genau das war mein Gedanke. So, jetzt geht's hier in die nächste Tür, okay. Okay, warum jetzt die Tür verbunden, hätte man ja auch einfach aufmachen können. Oder vielleicht, dass sich der Raum resettet, ich weiß es nicht. Okay, darüber ist jetzt auch nicht das Problem. Darunter auch nicht. Die Röhre müsste ich auch kommen. Okay. Was ist da oben los? Ist da so ein Viech drin, was ich kaputt machen soll? Oh Junge! Nee, ist nicht mal. Ich muss da... Oh mein Gott. Ich muss damit hoch. Ich muss hier einfach hoch. Yo. Okay, hier hin? Jetzt hier oder was? Hä, was jetzt? Oh. Ah ja. Verstanden? Lass mich in Ruhe. No! No! Das Level ist gerade super cool geworden. Oh Mist, ich will da nochmal hin. Ach scheiße, dass es kein Checkpoint hat. Lass mich da rüber, du Viech eines dummen Wirbelsturms. So. Das war schlecht. Moment, stirbt man da unten nicht? Aber der Anfang ist komplett dumm. Wenn das Level einfach nur den Teil hätte, der cool ist, wäre das cool. What the? Why? Oh no.
Jetzt aber. I tried. Aber der geht nicht sofort in die Röhre. Der hüpft das noch so ein bisschen davor rum. Come on. Da lieber nicht stehen. Nicht sicher, ob das sicher ist. Okay. Och nee, das mag ich nicht. Es ist cool, aber ich mag nicht immer wieder bis dahin spielen. Ich würde die Stelle echt gern spielen, aber es dauert mir zu lange, um wieder hinzukommen. Das gucken wir uns wahrscheinlich auch nur an. Haben wir das nicht sogar schon mal angeguckt? Weiß es nicht. Kein Checkpoint ist möglich, weil Zielbedingungen drin ist. Und die Zielbedingung lautet... Oh. Das macht es ja nur noch mal schwieriger. Oh no! Jo, was zum Teufel? Maddie, du verrückt. Das ist ja... Oh no! Da komm ich ja gar... Da komm ich ja nicht mal aus dem ersten Spiel raus. Also... Oh no! Da muss ich mich da drüben ducken und dann schnell wieder da drüber und... Oh Gottes Willen. Ja, duck... Oh, was? Da verstehe ich die 0,6 definitiv. Oh Mann, ich kriege meinen Kopf nicht dazu, mich da drüben zu ducken. Und dann zu... Bin nicht in der Lage für solche Sachen, ne? Bin einfach nicht in der Lage. Wahnsinn. Ich bin einfach nicht in der Lage dafür. Krass. Wow, wir sind mal weiter. What? Okay. Viel Spaß dabei. Ich bin raus. Oh mein Gott. Wie viele haben das geschafft? Ach, 0,3 sogar, nicht 0,6. 18 von 5000. Ja. Sagt dann auch genug.
Okay, wir schließen mit einem Delivery-Level ab. Das ist doch schön. Let's go. Avoid collision with traffic by switching lanes. Okay. Machen wir das doch. Ach, das ist gar kein Musiklevel. Das ist einfach nur so ein Techniklevel. Ja, gut, das ist lustig, aber... Ah, Mist. Aber haut mich jetzt nicht so um. Ich werde vor allem durch meine Ungeduld sterben. Dadurch, dass ich hier so vorne rumlaufe, ne? Das war knapp. Okay, drei Stück sind schon ein bisschen spannender jetzt. Eigentlich nicht noch eins weiter. Hatte ich jetzt nicht vor. Wait. Ah. Okay, der Abschnitt ist jetzt schon ein bisschen spannender. Aber dass ich gerade versehentlich eins weiter runter bin, ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Weil ich das ja eigentlich gar nicht wollte. Wirkt das wieder so, als wäre ich doof. Bin ich aber nicht. Wie viel passender kann es sein, dass der Stachel genau da ist und ich versehentlich wieder zweimal nach unten drücke? Wie viel passender kann dieser Moment sein? Dass da jetzt gerade der Sta... Kannst du dir nicht ausdenken. Digga, die Box, ich habe ja nur... Ich wollte ja nur einmal, aber... Mein Gott, ey. Yo, chill. Die Sounds, Alter. Yay. So, jetzt nehmen wir uns auch die Zeit. Die Zeit ist eh nämlich schon kacke. Können wir uns auch die Zeit nehmen, hier die Münzen einzusammeln. Juhu. Alle Münzen gegettet. Okay. Lassen wir das. Yay. Ah, das war... Das wird der Stachel war. Die dämlichste Szene des Parts auf jeden Fall. Wahnsinn. Also wirklich punktgenauer hätte der mich nicht abschießen können. Okay. Ich mach, Entschuldigung. Ich mach bis zum nächsten Mal das Troll-Level. Ich glaube, es ist ein Troll-Level, klar. Und dann sehen wir uns da wieder und gucken mal, was wir da noch so machen. Danke fürs Zuschauen und tschüss.